بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Meine lieben Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Koran, mitten in den Fastenversen folgendes: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran herabgesandt wurde als Rechtleitung für die Menschen und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. Allah Ta'ala erwähnt das Wort Ramadan ein einziges Mal im Koran und verbindet es gleichzeitig mit der Herabsendung des Korans. Als würde Allah Ta'ala uns sagen wollen, O ihr Muslime, jetzt kommt dieser Monat. Dieser segensreiche Monat, in dem ihr euch noch einmal auf das Buch Allah subhanahu wa ta'ala und auf das Wort Allah subhanahu wa ta'ala besinnen und konzentrieren solltest. Jeder von uns hat jetzt die Möglichkeit, meine lieben Geschwister im Islam, und sollte dies auch nutzen, sein Verhältnis zum Koran noch einmal zu überdenken. Wo stehe ich und wo steht der Koran? Der Koran ist nicht dazu da, dass ich ihn einfach ins Regal packe. Der Koran ist nicht einfach nur ein Dekorationsstück, was ich irgendwo an die höchste Stelle in meinen Haushalt stelle. Sondern der Koran ist, wie es Allah gesagt hat, eine Rechtleitung. Und dementsprechend stellt sich die Frage, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ist der Koran für mich auch wirklich eine Rechtleitung? Hat der Koran mein Leben verändert? Hat er aus mir einen anderen Menschen gemacht, so wie Aisha über unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagte, keine khuluquhu al-Quran. Sein Charakter ist der Koran gewesen. Jetzt ist die Zeit gekommen, der Monat Ramadan, wo ich noch einmal mir darüber Gedanken machen kann, wo ich mir Zeit nehmen sollte für den Koran. Zeit nehmen für das Rezitieren des Korans. Zeit nehmen, dass ich den Koran von anderen höre. Zeit nehme, dass ich mich mit der Bedeutung des Korans auseinandersetze. Zeit nehme, dass ich mir Gedanken darüber mache, was Allah subhanahu wa ta'ala von mir verlangt. Und seid euch sicher, meine lieben Geschwister im Islam, wenn wir das tun, wenn wir uns diese Zeit nehmen und auch diese Zeit einplanen, und ich meine Qualitätszeit damit, dass dann der Koran uns verändern wird und aus uns bessere Menschen machen wird. Jetzt ist die Chance im Ramadan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, dass wir in diesem gesegneten Monat uns mehr mit dem Koran auseinandersetzen. Möge der Koran uns im Ramadan die ganze Zeit über begleiten und unsere Rechtleitung nähren. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.